Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Wir waren in der letzten Folge ja hier in den Robco-Werken und jetzt habe ich mir gedacht, gehen wir mal hier in dieses wunderschöne Gebäude an. Nee, erst wollte ich dahin, richtig. Also machen wir das. Ich hatte mal vor der Aufnahme hier noch ein bisschen geguckt, ob ich dieses Stuttering wegbekomme, weil irgendwie es nervt schon. Aber irgendwie, egal was ich mache, es bringt bei mir alles nichts. Es will einfach nicht funktionieren, weil ich würde das schon gern wirklich smooth haben. Aber irgendwie, es will halt nicht so, wie ich will. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Ich nehme jetzt aber auch einen Fenstermodus auf, also so einen Fenstermodus ohne Ränder, ohne Rahmen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, bei der Monitoraufnahme, das Stuttering, das ist echt... Ja, ich rede mich da auch immer die ganze Zeit drüber auf, ne? So, wir gehen mal kurz da und dann entdecken wir nämlich das und dann gehen wir zurück zum Tower. Das ist auf jeden Fall der richtige Tower, der, den ich auch meinte. Was ich schon mal sehr gut finde. Ich glaube, ich habe mich da schon das ein oder andere Mal drüber ausgelassen. Na, wobei, das sind gute, da gehen wir mal noch nicht hin. Gehen wir gleich hin. Ach ja, 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 ja. Aber so eine kleine Problemchen hat man ja auch immer bei älteren Spielen, dass die dann nicht so wirklich funktionieren und das weiß ich nicht noch alles. Bevor Fallout New Vegas muss ich mal gucken, ob ich das aber richtig hinkriege, dass das alles perfekt und smoothig läuft. Ich hoffe. So. 10 Penny Tower. Kann ich mal am Arsch lecken. Wir haben jede Menge Kronkorken. Ich will rein, verdammt nochmal. Wie oft sollen wir das denn noch durchkauen? Sowas lassen wir hier nicht rein, basta! Ich kann... Willkommen im Tenpenny Tower. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Ah, ich bleibe in der Luft stehen. Ich hoffe, das ist gut. Mensch, wo ist der hin? Hä? Der Gute ist auf einmal weg. Er hat sich telemorphiert. Oder so. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, Sie sollen abhauen. Tenpenny braucht Ihre verfluchten Kronkorken nicht. Und ich will verdammt nochmal keinen Stress. Aber... Zum letzten Mal entferne deinen verwesenden, verdammten Gulasch von Mr. Tenpenny. Ich bin ja kein Ghoul. Hallo. Wenn ihr alle Gäste so behandelt. Wie? Nein, so behandeln wir nur diese verdammten Ghule. Tut mir leid, ich dachte, sie wären einer von ihnen. Ghoul oder nicht, sie betreten gerade widerrechtlich Alistair Tenpennys Privatgelände. Gestattet sind nur Mieter und offizielle Geschäftsleute. Ich kann Ihnen helfen, dieses kleine Ghoul-Problem zu bewältigen. Ach ja. Und wieso sollte ich das glauben? Haben Sie schon mal einen Ghoul gekillt? Ja. Ich habe so viele Ghule getötet, dass ich irgendwann aufgehört habe zu zählen. 3. Das sagen wir nicht. Tatsächlich? Ja. Dann kommen Sie da draußen im Ödland sicher bestens klar. Ja. War's das oder wollen Sie weiter meine Zeit verschwenden? Ja. Hier. 100 Kronkorken als Zeichen meines guten Willens. Vielleicht passen sie besser hierher, als ich glaube. Okay, ich nehme das Geld an. Aber treiben Sie es nicht so weit. Ich werde sie im Auge behalten. Belästigen Sie Tenpenny und die anderen Bewohner nicht. Wenn sie auch nur in die falsche Richtung niesen, drehe ich ihnen den Hals um. So, 100 Kronkorken, gut, das haben wir jetzt mal als Faustpfand genommen, damit wir hier rein dürfen. Yo, Bro. Ich bin im Dienst, kann jetzt nicht reden. Sicherheitsbedenken, ja. Bitte direkt an Chief Gustavo richten. Alles klar, ich belästige erstmal die ganzen Leute, ne? Ich wäre schon lange weg, wenn es Mr. Tenpenny und seinen Turm ist. Sicher, dass ihr sicher seid? Ich glaube nicht. Hallo. Ich bin im Dienst, kann jetzt nicht reden. Gut, dann leck mich doch alle am Arsch. Ich gehe jetzt in den Tenpenny Tower rein. So, könnt ihr mich mal. Ah, da habt ihr das jetzt. Da. So viel zu diesem Thema. Wir sind hier vor dem Ödland sicher. Was gibt's? Hallo, Chief Gustavo. Wie sieht's an der Ghoul-Front aus? Dieser verdammte Roy Phillips ist einfach nicht abzuwimmeln. Kommt immer wieder und bettelt um Almosen. Wir wollen solche wie ihn hier nicht, basta! Unglaublich. Wenn ich im Wettgeschäft wäre, würde ich einen Haufen Kronkorken draufsetzen, dass er bald gewalttätig wird. Aber das würde Tenpenny nervös machen. Ich mag es nicht, wenn Tenpenny nervös wird.
Ich habe einfach nicht genug Leute, Roy Phillips und seinesgleichen zur Strecke zu bringen. Sonst würde ich diese Misere ein für alle Mal beenden. Was zum Teufel ist denn... Achso, nein, das wissen wir. Vielleicht kann man die Ansässigen überzeugen, die Ghule hier leben zu lassen. Haben Sie nicht mehr alle Tassen im Schrank? Ich habe gar keinen Schrank. Diese widerlichen Viecher bleiben gefälligst in den Metrotunneln. Nur über meine Leiche. Lässt sich einrichten. schauen wir mal. Was auch. Ich werde eine gewaltlose Lösung für das Ghoul-Problem finden. Ha, mit Roy Phillips lässt sich nicht reden. Glauben Sie mir. Aber versuchen Sie ruhig, ihn zur Vernunft zu bringen. Es wird Ihr Untergang sein. Sie haben sich mit einem Haufen wilder Ghoul in den nahegelegenen Metrotunneln verkrochen. Der Haupteingang ist zu. Gehen Sie über den Güterbahnhof. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Wie ist es so, das Leben im Tenpenny Tower? Tenpenny zahlt immer pünktlich. Auch haben wir recht komfortable Wohnungen mit zusätzlichen Vergünstigungen. Super. Erzählen Sie mir von Alistair Tenpenny. Ihm gehört dieses Gebäude. Hätte wir bekommen gedacht. Unsere Kronkorken von ihm. Vergessen Sie das ja nicht. Ist mir egal. Wir haben einen Waffenvorrat. Wollen Sie mit mir handeln? Ich denke, wir können ein paar Geschäfte machen. Hier ist mein Sortiment. Super, interessiert mich gar nicht, aber danke. Wobei, Momentchen mal. Momentchen, vielleicht hat er ja ein paar... Stimpacks. Okay. Akzeptieren, beenden. Mit so jemandem machen. Haarklammern wäre natürlich auch ziemlich nice gewesen. Sehr erfreut. Hi. Ich wäre schon lange weg, wenn es... das sind alles nur Einwohner. Es gibt hier aber auch richtige, mit denen man reden kann. Hallo. Hier, Tiffany ja? Chang, Michael Hawthorne und so weiter und so fort. Hallo, Mr. Shakes. Mein Name ist Tiffany Chang. Mein armseliges Würstchen von einem Ehemann ist Genosse Irving Chang. Erzählen Sie ihm ruhig, dass ich das gesagt habe. Okay. Sie lassen sich ganz schön was gefallen von Ihrem Mann, was? Woher weiß ich das? Naja. Wussten Sie, dass er versucht hat, ein Komitee zu gründen? Nö. Zur Erörterung der Ghoul-Lage? Ein Komitee? Mhm. Und natürlich ist er der Vorsitzende. Selbstverständlich. Wir brauchen jemanden, der endlich mal was tut und nicht nur große Reden schwingt. Mhm. Sie wissen nicht zufällig über Ghule Bescheid, oder? Ach. Ich hatte schon mit genug Ghulen zu tun. Ich will keinen mehr sehen. Ach, keine Sorge wegen dieser Ghule. Leichter gesagt als getan. Manchmal habe ich deswegen Albträume. Ja gut, ne? Wissen Sie irgendetwas über Ghule? Sie leben in Tunneln, nicht weit von hier. Sie machen mir wirklich Angst. Warum tut denn niemand was? Es ist ganz natürlich, sich vor es ist ganz natürlich, sich vor dem Unbekannten zu fürchten. Mag sein. Aber ich ziehe es vor, meine Albträume in der Fantasiewelt zu belassen, anstatt in der Realität mein Glück zu versuchen. Danke sehr. Bitteschön. Ich bin Michael Hawthorne. Ich nicht. Wer sind Sie? Und was noch gesagt. Wichtiger ist, geht mich das was an? Nein. Niemand Spezielles, aber Sie werden mich sicher schon bald mögen. Schön. Wir können uns ja mal auf einen Drink treffen. Nein. Ich bin immer in der Föderalisten-Lounge. Schön. Da gibt's jedenfalls eine Menge zu trinken. Mhm. Nehmen wir mal diese Ghule zum Beispiel. Ja? Sie wissen nicht zufällig, wie man mit sowas umgeht, oder? Naja, ich sag mal so. Wenn die reden können, dann sind sie nicht ganz blöd. Dann kann man da sich auch einigen, ne? Sagen wir einfach, ich habe noch nie einen Ghule getroffen, den ich gemocht hätte. Und dann Ghule könnte man wohl sagen, dass ich jetzt her bin. Ich weiß genug über Ghule, um sie nicht zu hassen. Ah, verstehe. Naja, ich habe nie einen kennengelernt. Ah, da liegt das doch schon, das Problem. Ich dachte eben, keine Ahnung, was ich eigentlich dachte. Ja, das ist das Problem. Haben Sie nicht zufällig ein paar Infos über diese Ghule? Hatten wir dieses Thema nicht schon mal? Nein. Angeblich lebt in den Tunneln eine Menge Zombies. Aber Gustavo sagt, er hat alles im Griff. Wenn man's positiv sieht... War das für mich ein neuer Grund, zur Flasche zu greifen? Schon mal überlegt, ob Sie nicht vielleicht etwas zu viel trinken?
Schauen Sie sich doch mal um. Was soll man denn hier sonst tun? Billard spielen. Sich denn von der Palme wedeln. Was weiß ich? Was haben wir denn hier? Aha. Hallo. Tenpenny, Einwohnergedöns. Anthony Ling. Willkommen im New Urban Apparel. Hallöchen. Feinste Kleidungsstücke der Nachkriegszeit. Mhm. Nun wollen wir diese alten Fetzen mal gegen etwas Fabelhaftes. Glauben Sie wirklich, dass Sie meinen Look verbessern können? Haben Sie ein Problem mit meinen Klamotten? Tragen Sie eben weiter Ihr billiges Outfit. Ja, guck dich mal an. Was Besseres können Sie sich eh nicht leisten. Mhm. Ich hätte Ihnen was... Machen Sie sich Sorgen um diese Gule? Man hat Ihnen zwar gesagt, dass Sie hier nicht leben dürfen, aber diese Zombies sind einfach zu blöd, um das zu kapieren. Sie leben im eigenen Dreck in den Metrotunneln nicht weit von hier. Der Sicherheitsdienst schießt zwar auf Sie, aber Sie kommen trotzdem wieder. Naja, vielleicht wollen Sie dann nicht im Dreck leben. Ich werde Ihnen sagen, dass Sie sich hier um nichts Sorgen machen müssen. Hm? Was wollen Sie denn damit bitte andeuten? Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, dass mir Ihr Ton gefällt. Ach so. Ist ja vielleicht ein wenig zu... Halt die Fresse! Ich freue mich immer. Ich würde gerne mit Ihnen Geschäfte machen. Ich führe nur die... Ja, das ist mir eigentlich egal. Ach, der kann nicht reparieren. Ich will mit dem auch nicht reden, der Scheiße. So. Ja, geh weg. So, wen gibt's denn hier noch so? Wer bist denn du? Hallöchen, Alter. Ich geh wieder. So, wer bist du? Ich bin Genosse Cheng, der beliebte Anführer des Volkes, ergebener Diener der Gemeinschaft. Mhm. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, schön, jemanden zu treffen, der seine Bürgerpflicht ernst nimmt. Danke, Genosse. Die Leute sind eben nur so stark wie ihre Anführer. Mhm. Deshalb bin ich stets darum bemüht, der Gemeinde zu dienen, so gut ich kann. Apropos Dienst an der Gemeinde. Sie kennen sich nicht zufällig mit Ghulen aus, oder? Oder noch genauer, wie man sie tötet? Ich habe ein Komitee zusammengerufen, um den Problemen auf den Grund zu gehen. Es braucht mehr als ein Gremium, um das Problem zu lösen. Ich kann helfen. Das ist großartig, Genosse. Wirklich großartig. Bevor Sie aber auf Ghouljagd gehen, sollten Sie mit Gustavo reden. Er kann Ihnen vielleicht helfen. Vielleicht? Was halten Sie von der ganzen Sache mit den Ghulen? Ich bin mir sicher, es wird alles in einem Blutbad enden. Es ist eine ernstzunehmende Angelegenheit, Genosse. Naja. Okay. So würde ich das jetzt nicht nennen, Genosse. Warum nimmt er mich die ganze Zeit Genosse? Ist der blöd? So, wer bist denn du? Halt, stopp. Hallo. Dr. Barnfield. Der hört sich genauso an wie hier, unser Genosse. Ich bin nicht im Dienst. Kommen Sie später. Ach, was zum Teufel. Bringen wir es hinter uns. Ich bin doch... Wissen Sie viel über diese Ghule? Eine derzeitige Theorie ist, dass die Ghule durch ihre destruktive Krankheit früher oder später alle in blindwütige Killer verwandeln werden. In Ödland-Zombies mit einer Vorliebe für rohes Menschenfleisch. Sie können nicht geheilt werden. Auch gibt es nichts, um ihre Symptome zu lindern. Alles in allem sehr traurig. Nehme mal nicht an, dass Sie die Ghule zu Ihrer kleinen Theorie befragt haben? Nun, nicht wirklich. Aber meine Kollegen haben diesbezügliche Referate gehalten. So. Schätze, jemand sollte die Ergebnisse mal überprüfen. Hm? Vielleicht mache ich das. Wer weiß. Vielleicht komme ich so endlich groß raus. Ja, das kann durchaus sein. Ne? Dann kannst du noch ganz groß rauskommen. Du bist dann schon ein Tier. Hallo. Margaret Primrose. Hallöchen. Sie sind neu hier, wie? Ja? Ich bin Margaret Primrose. Ich leite das Café Beaumont. Kommen Sie doch mal vorbei. Ich bin schon da. Diese Ghule sind auch Ihnen an die Nieren gegangen? Chief Gustavo versichert uns, dass er sein Sicherheitsteam verstärkt hat und jeden Zombie töten wird, der sich hier blicken lässt. Ich frage mich, ob die Ghule ihre Kochkunst wohl mögen werden. Ich hoffe, dass ich die Antwort auf diese Frage nie erfahren werde. Obwohl eigentlich jeder mit mir zufrieden ist.
Ich glaube, ja, dann können wir mal einen Moment. Oder gar kein Problem. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, Moment. Wen haben wir denn hier? Hallöchen. Darf ich mich vorstellen? Ich aber bin na klar. Susan Lancaster. Schön. Vielleicht lernen wir uns ja bald noch näher kennen. Ah, das könnte natürlich sein. Und ob ich lernen... Moment, fangen wir nochmal von vorne an. Und ob. Ich lerne gerne neue Leute kennen. Ich lerne auch gern Leute kennen. Hm. Besonders, wenn's reiche, gut aussehende junge Männer sind. Nun, sie scheinen hart im Nehmen zu sein. Sie haben das Ödland da draußen überlebt und es bis hierher geschafft. Schon mal mit Ghulen zu tun gehabt? Ghule sind nicht so übel, wenn man sie etwas besser kennengelernt hat. Na schön, ich dachte, sie wären ein echter Mann. Aber sie sind nur ein ängstlicher kleiner Junge. Blöde Schlampe. So, was geht hier? Ah, willkommen in der Boutique Le Chic. Ich bin Lydia Montenegro. Hier bieten wir nur das Beste zu Preisen, die ihre Freunde vor Neid erblassen lassen. Boutique Le Chic. Nett haben sie es hier. Ihr Geschmack für Einkaufsläden ist vortrefflich. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie Angst, die Ghule könnten versuchen, nach Tenpenny zu kommen? Wenn sie hereinkämen, würden sie alles vollschleimen. Man kann sie meilenweit riechen. Ich hoffe, sie kommen wieder und werden vom Sicherheitsdienst getötet. Ja. So, das ist jetzt alles uninteressant. So, ich möchte auch keine Geschäfte mitmachen. Alles klar. Hallo. Der Tenpenny Thomas. Ich würde ja gerne zu Tenpenny himself, aber... Ich hoffe, das ist wichtig. Es ist immer wichtig, wenn ich mit jemandem reden will. Ich glaube, ich kann über Ihrem Wo verstecken Sie sich? Wirklich? Sie können was tun? Sie können es gerne probieren. Aber heulen Sie sich nicht bei mir aus, wenn Sie sich... Sie haben sich mit einem Haufen wilder Ghule in den nahegelegenen Metrotunneln verkrochen. Vorsicht! Roy ist auch kurz davor, zum Zombie zu werden. Schätze, Sie machen das nicht aus reiner Herzensgüte. Habe ich recht? Wie wär's mit 500 Kronkorken? Zahlbar nach erfolgter Beseitigung dieses verdammten Ghouls Roy Phillips. Wollen Sie eine Problemlösung oder nicht? Wenn, da muss mehr drin sein. Nun, vielleicht haben Sie recht. Dazu wäre ich früher oder später so oder so gezwungen gewesen. Wie wär's mit weiteren 200 Kronkorken? Und hier, nehmen Sie dieses Gewehr samt Munition. Aber vermasseln Sie es nicht, ja? Roy Phillips und die Gang sind in den Metrotunnels von Warrington. Sie haben den Haupteingang verbarrikadiert. Versuchen Sie... Das hast du mir schon mal erzählt. So, dann muss ich jetzt aber mal los hier. Ich habe nämlich keine Zeit. Tenpenny Tower. So, er hat mir ein Gewehr gegeben. Ich weiß aber nicht, was für eins. Da schauen wir mal eben nach. Eins, was ich anscheinend aber auch schon habe. Oder auch nicht? Er hat mir irgendeine Waffe gegeben, die ich schon habe, aber ich weiß nicht mehr, welche, verdammt. Ich glaube, das hier. Immer wieder weg. So, wir gucken uns erstmal hier überall alles an, würde ich sagen. Und dann ist nix. Schauen wir mal hier rein. Lassen Sie mich in Ruhe. Was ist los mit? Hallo. Was ist denn los? Hier ist da überhaupt niemand. Alles in Ordnung? Bis später. Hallo? 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 Guck mal, da hat sogar jemand geantwortet. Cool, ne? Ich glaube, das sind die ganzen Wohnungen oder so. Keine Ahnung. Ah, guck mal hier. Treppenhaus, geil. Tenpenny Suits. Ich weiß nicht, darf ich da so einfach rein? Ich speichere mal eben. Ich schlage vor, dass Sie jetzt keine Schwierigkeiten mehr machen. Ah, was? Hallo. Ich mach doch überhaupt gar nichts, nie. Da geht's in die Lower Lobby. Also ich kann auf jeden Fall überall rein. Das interessiert die irgendwie gar nicht. So, warte mal kurz. Was soll ich denn hier eigentlich tun? Ich soll... Warte mal. Ja, ganz kurz gucken hier. Roy Phillips und seine Anhänger töten, aber warum wird mir das hier so krass nah angezeigt? Ach so, weil ich ja wieder raus soll eigentlich, ne? Hi.
Na gut, wir gehen mal wieder in die Lower Lobby. Stehen hier die ganze Zeit vor der Tür, wollen die Autogramme oder wie? Ich kann mit dem Fahrstuhl, glaube ich, direkt hochfahren. Machen wir das? Doch nicht bereit, es mit diesen Ghoulen aufzunehmen? Hm? Ach, doch, doch. Speicher mal. Mr. Tenpenny empfängt keine Besucher. Was? Ich will mit Tenpenny sprechen. Das hätten sie aber auch selbst wissen können. Also nur wirklich. Einen Moment. Okay, ich lasse sie rein. Aber wenn Tenpenny ausrastet, weil er sie nicht erwartet hat, sind sie dran. Ja, dann ist er tot. Der wird schon nicht ausrasten. Ist alles super. Der wird dann einfach sterben und gut ist. So, lass mich mal durch hier. Ja. Ich weiß schon selber, wie ich zu ihm hinkomme. So, da sind wir. Da ist Mr. Tenpenny. Wir gucken uns erstmal an. Und ich glaube, da ist das Ding und das Ding. Und wir sehen theoretisch von hier auch... theoretisch würden wir auch Megaton sehen. Naja, wir reden mal kurz noch mit Tenpenny. Ach nein, ein Besucher. Ich bekomme nur selten Besuch, was eine leidige Schande ist, weil ich mich gewöhnlich erbarmungslos zu Tode langweile. Alle diese vermaledeiten Leute tun so, als ob ich aus Glas wäre und jeden Moment zerbrechen könnte. Es erstaunt mich, dass man sie hereingelassen hat. Und wie gefällt Ihnen mein schöner Turm hier? Er ist das Juwel des Ödlandes, finden Sie nicht? Ich wage zu sagen, dass ich recht stolz auf mich bin. Wirklich? Naja. So, Sie haben den Turm nicht gebaut, sondern nur gefunden und sind dann eingezogen. Was Sie nicht sagen. Müssen Sie so bissig sein? Ja. Es wurde viel Arbeit in diesen Turm gesteckt, um den Leuten ein Zuhause zu schenken. Klar hatte ich Hilfe, besonders von Mr. Burke, einem absoluten Schmuckstück von einem Mann. Ups. Er weiß wirklich, wie er anpacken muss. Dann ging es nur noch darum, die richtigen Mieter mit den richtigen Besitztümern zu finden. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob er nur den Aufbau des Turmes meinte. Nee, das ist auch falsch ausgedrückt. Den Aufbau des Gebäudes meinte. Ah. Das ist ein ganz schön großer Turm, den Sie da haben. Erzählen Sie mir von sich, Mr. Tenpenny. Es ist unhöflich für einen Gentleman, über sich selbst zu reden. Aber ich hoffe, dieser prächtige Turm spricht Bände. Ey, das ist alles so zweideutig. Das ist ein ganz schön großer Turm. Einige würden sagen, dass Tenpenny Tower die Krönung ist, aber nein. Nein, nein. Nein, nein. Ach, bitte. Mein lieber Junge, das ist also erst der Anfang. Da kommt noch ein zweiter Tower, Twin Towers oder was? Guten... Wie, das war's schon? Das war das ganze Gespräch? Bin empört. Naja, gut, dann werde ich an dieser Stelle mal die Folge beenden. Ich werde mal speichern und werde dann ganz wagemutig, wie ich bin. Hier oben... Nein! Bin tot. Ich bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.